Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier bei einer neuen Ausgabe unserer unreflektierten Pay-Per-View-Review. Unreflektiert deshalb, weil keiner mir in mein Wort reinfuscht, ich sagen kann, was ich will und dadurch eigentlich nur meine Meinung zu den jeweiligen Pay-Per-Views rübergebracht wird. Mein Name ist Magical Madness, alias Max, und ich habe mir, nachdem ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei großartige Pay-Per-Views gesehen habe, in der Nacht von Sonntag auf Montag einen eher, weniger großartigen Pay-Per-View angesehen, der von vorne bis hinten quasi vorhersehbar war, gefühlt sich 9 bis 10 Stunden lang gezogen hat, und im Nachhinein eigentlich nicht wirklich viel Positives herausgebracht hat und am allerwenigsten den neuen Titelgürtel der WWE, denn der war, wie eigentlich schon zu erwarten, keine besonders große Überraschung, wo man schon den Damentitel und den WWE World Heavyweight Championship hat, die quasi genau gleich aussehen, nur in anderen Farben, hat man jetzt den Universal Championship, der ebenfalls ganz genau gleich aussieht, nur in Rot. Und Spoiler-Alarm, wenn man in Kürze bei SmackDown einen eigenen Damentitel präsentieren wird, wird auch der ein ähnliches Aussehen haben. Aber statt das bei den Damen präsente Weiß und Rot zu haben, wird dieser Titel blau sein. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Ich habe mich mit dem SummerSlam 2016 befasst. Tag 2 der Odyssee im Staat in New York. WWE strahlte wieder aus dem Barclays Center in Brooklyn, New York. Die Pre-Show lasse ich mal mit Absicht weg, weil wer sich unsere Preview dazu angehört hat, weiß, dass ich von den 3 Matches, die es schlussendlich in der Pre-Show gab, sowieso nicht besonders viel gehalten habe, und gehe gleich in die Main-Show über. Die Main-Show begann mit dem Match Chris Jericho und Kevin Owens alias Jerry K.O. gegen Enzo Amore und Big Cass. Ja, das Match war im Prinzip das, was man sich darunter hätte vorstellen können. Enzo, der ja für sein Selling bekannt ist, hat genau das einen Großteil des Matches getan. Cass hat im Endeffekt den Hot Tag gemacht, wurde von Owens in den Ringpfosten geworfen, hat danach einen Cannonball in die Barrikade kassiert. Im Ring gab es dann eine Pop-Up-Powerbomb Codebreaker-Combo von Owens und Jericho. Danach sah es so aus, als hätte sich Enzo das Genick gebrochen, nach dieser modifizierten Art der Shatter Machine, die man von den NXT Tag Team Champions ja schon kennt. Das Witzige an der Situation war, dass Jericho kurz gecheckt hat, ob Enzo nicht wirklich sich was getan hat. Und man dann quasi schon fast wirklich sehen konnte, wie er mit den Augen gerollt hat und ihn dann einfach gepinnt hat. So kam es dann, dass die beiden in einem relativ langen Match für den Abend nach 12 Minuten 8 die beiden clean besiegt haben. Der Crowd gefiel es außerdem ganz gut, dass Owens den Tanz von Enzo Amore nachgemacht hat, für mich ein weiteres Highlight war die Eddie Guerrero Nachmache von Chris Jericho, als er auf den Knien durch den Ring gerutscht ist und seinen Partner Kevin Owens umarmt hat. Da hat man halt relativ gut sehen können, dass Jericho sehr viel, auch heute noch sehr viel von Eddie Guerrero hält. Ja. Von den Zwischenmatch-Segmenten darüber zu reden, sehe ich jetzt auch mal geflissentlich ab,
weil ich bin nach wie vor kein großer Jon Stewart-Fan. Ich halte das für Blödsinn, General Manager mitten in der Show, und seien es auch noch so tolle Typen wie Daniel Bryan, Mick Foley und Shane McMahon rauszuschicken. Ich finde, wenn man das machen muss, dann kann man das auch in einem Backstage-Segment machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das nächste Match war dann das Match um den Women's Title. Da ja heute, wo ich das aufnehme, nicht Montagmorgen 8 Uhr ist und der Pay-Per-View schon etwas länger im Kasten ist, weiß man mittlerweile, dass Sasha Banks verletzt ausfallen wird für einige Zeit. Gott sei Dank braucht sie allerdings keine OP, das heißt, sie wird nicht wie ursprünglich angenommen für etwa einen Monat ausfallen, sondern schon einiges früher wieder zurückkehren. Und Spoiler-Alarm, wer jetzt noch nicht Raw geguckt hat oder sich die Zusammenfassung durchgelesen hat, in der Zwischenzeit wird es so sein, dass Bayley um den Titel kämpft. Und wenn Sasha Banks zurückkommt, wird sie direkt wieder um den Titel fighten. Wie man daraus jetzt entnehmen kann, hat Charlotte den Titel gewonnen. Sie hat ein Reversal gegen das Bankstatement von Sasha Banks ausgepackt. Es war ein ziemlich gutes Match in meinen Augen. Beide haben sehr, sehr hart geworkt. Aber es sah für mich schon relativ früh im Match so aus, als könnte Sascha sich verletzt haben. Als sie Charlotte bei einer schlechten Landung, sag ich mal, blöd abbekommen hat. Danach hatte es für eine kurze Zeit den Anschein, als wäre sie so ein bisschen desorientiert und hätte keine so wirkliche Ahnung, wo sie wäre. Das Match wurde dann aber nach und nach wirklich viel besser, hat aber nichts, was in Richtung ihres Matches bei Raw vor ein paar Wochen kam, denn das war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ja, dann kam ein Backstage-Segment, was ich gar nicht so schlecht fand, denn man hat das erste Mal geteased, dass Finn Balor, Luke Gallows, Karl Anderson und AJ Styles sich kennen. Luke Gallows und Karl Anderson waren Backstage und haben Peniswitze gemacht. AJ Styles kam dazu, die haben das Too Sweet-Zeichen ausgepackt. Und haben weiter sich totgelacht über alles und jenes. Dann kam Finn Balor dazu. Es gab wieder den Too Sweet Gruß. Finn Balor ging weg und sie haben einfach so weitergemacht, wie sie vorher auch gequatscht haben. Danach kam ein Match, was für mich überhaupt nichts auf dieser Karte zu suchen hatte: Apollo Crews gegen The Miz um den Intercontinental Championship. Apollo Crews, man könnte meinen, dass die WWE ihn hochgezogen hat, weil er diese guten Looks hat und dann plötzlich festgestellt hat, oh, der Typ ist ja noch gar nicht so weit, wie er eigentlich sein müsste, um bei uns im Main Roster zu bestehen. Und jetzt versucht man ihn krampfhaft in Segmente und Matches zu pressen, die nicht wirklich zu ihm passen. Und deswegen kommen auch so etwas merkwürdige Matches wie gegen The Miz zustande. Es ging so ein bisschen hin und zurück und vor und seitwärts. Und das Ende kam, als Cruz daneben gesprungen ist. Also ich weiß nicht, er wollte irgendwie so einen Move in die Ecke zeigen. Ist mit dem Kopf gegen den Ringpfosten gerannt und Miz hat ihn dann nach dem zweiten Skycrashing Finale clean pinnen können. Es gab niemals wirklich Heat für Cruz. Und wie ich schon in der Preview gesagt habe, dieses Match ist eigentlich nur anschaubar gewesen wegen Maryses Outfit. Aber auch das ist eine andere Geschichte. AJ Styles gegen John Cena.
möglicherweise das Match, worüber ich mich am allermeisten gefreut habe, weil das echt komplett gegen meine Erwartungen ausgefallen ist. Es war zwar so ein typisches John Cena, hat das erste Match verloren und jetzt geben wir uns gegenseitig so lange Finisher auf die Fresse, bis die Crowd überhaupt jeden Glauben daran verloren hat, dass dieses Match jemals zu Ende gehen könnte. Das Match hat super Crowd-Reaktionen gezogen, ging etwas über 23 Minuten. Styles hat sich eine kleine Platzwunde am Mund zugezogen, hat also demnach auch sogar ein bisschen geblutet. Und für mich war das bisher in der Show einfach das großartigste Match überhaupt. Es gab, wie gesagt, jede Menge an Nearfalls. Es gab diverse Finisher, unter anderem auch ein Attitude Adjustment von dem mittleren Seil aus dem Styles dann auskicken konnte. Danach saß Cena in der Ecke und war ziemlich geschockt darüber, dass Styles halt ausgekickt hat. Obwohl er auch schon aus dem Styles Clash und dem Phenomenal Forearm ausgekickt war. Cena hat dann versucht, einen Styles Clash gegen Styles anzubringen, den Styles jedoch in Styles Clash durch ihn reversen konnte. Und danach gab es noch einen Phenomenal Forearm und es gab das zweite Mal in einem Singles-Match zwischen AJ Styles und John Cena einen clean Pinfall-Sieg für AJ Styles. Danach hat John Cena sein Armband, sein Never Give Up-Armband abgenommen, hat es im Ring liegen lassen und ist gegangen. Und das hat sich irgendwie so angefühlt, als ob er tatsächlich jetzt für einige Zeit nicht mehr im Ring zu sehen sein würde. Beziehungsweise auch im WWE-Fernsehen an sich. Und ich schätze mal, das wird auch so sein, da er spätestens im November beginnen wird, eine neue Season seiner TV-Show True Grit zu filmen. Und da wird er keine Zeit für die WWE haben. Ja, dann kamen zwei Matches nacheinander, auf die ich mich eigentlich ziemlich gefreut hatte, die mich aber unendlich enttäuscht haben. Das erste war Luke Gallows und Karl Anderson gegen The New Day. Das Match endete in einem DQ-Sieg von Luke Gallows und Karl Anderson, nachdem Big E überraschend zurückgekehrt war. Jon Stewart vor Gallows und Anderson gerettet hat, die gerade genau denselben Move an Stewart ausführen wollten, den Big E vor ein paar Wochen kassiert hat, nämlich sie wollten ihn mit seinen Beinen bzw. mit seinen Testikeln gegen den Ringpfosten ziehen. Big E ist reingerannt, hat die beiden zerstört, Disqualifikationssieg für Gallows und Anderson. Ja, not much to it. Ich hätte es nicht sehen müssen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn Gallows und Anderson gewonnen hätten. Aber ich hoffe, irgendwann später in diesem Jahr werden die beiden tatsächlich noch Tag Team Champions werden. Gut, dann kamen wir zum zweiten Match, das mir eigentlich sogar von drei, die mir nacheinander absolut schrecklich gefallen haben. WWE Championship Match, Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler. Ambrose hat das Match clean gewonnen gegen einen Dolph Ziggler, der bei SmackDown für Wochen und Wochen und Wochen alles daran gesetzt hat, dass die Leute ihn ernst nehmen, dass die Leute meinen, er könnte gewinnen. Aber im Endeffekt war er eine Stunde nachdem er dieses Match verloren hat, verkleidet als Colonel Sanders backstage, hat hier auch in einem eher schlechten Match clean verloren, nach dem Dirty Deeds. Also das war halt so, Ziggler hat versucht, einen X-Faktor anzubringen. Ambrose hat das geblockt, hat seinen Dirty Deeds angesetzt. Zack, Pin 1, 2, 3,
fertig ist die Laube. Ich hoffe sehr, 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 dass jetzt, wo die Fehde zwischen John Cena und AJ Styles erstmal auf die lange Bank geschoben ist, dass es so kommen wird, dass Dean Ambrose gegen AJ Styles um die Titel fehden wird. Ja, und dann kam möglicherweise gemeinsam mit dem Intercontinental Championship Match das schrecklichste Match des Abends. Nämlich Natalya, Alexa Bliss und Nikki Bella, die kurzfristig für Eva Marie einspringen musste, die nämlich von Dehydratation und dem der schlechten Behandlung der WWE-Fans sowas wie einen Mental Breakdown gehabt hat und deswegen erstmal einen vierwöchigen Urlaub in Häkchen gesetzt auf den britischen Inseln antreten muss. Gegen Naomi, Carmella und Becky Lynch. Das Match war im Prinzip für das, was die Frauen zeigen durften, eigentlich okay. Nur man hat relativ deutlich gemerkt, dass der Crowd nach dem John Cena AJ Styles Match die Puste ausgegangen ist. Es war kaum Heat durch die Crowd da, es gab kaum Reaktionen. Man hat direkt wieder versucht, Nikki als neuen Star darzustellen. Es gab so ein bisschen Hin- und Her-Gebrawle. Natalya und Bliss haben Becky aus dem Ring genockt und Naomi gegen den Ringpfosten geworfen. Carmella hat Natalya und Alexa Bliss aus dem Ring gedropkickt, drehte sich dann um und fraß einen Vorarm von Nikki und danach den TKO, der offensichtlich ihr neuer Finisher ist. Auch wieder ein Finisher, wo man den Gegner zuerst in den Fireman's Carry nehmen muss. Was angeblich ja der Grund dafür war, dass sie überhaupt erst ihren Rack Attack auf ihre Probleme mit dem Nacken gekriegt hat und den Rack Attack aufgeben musste. Für mich totaler Bullshit, denn ganz ehrlich, warum gibt man einem dann direkt wieder genauso einen Finisher? Ja, aber was soll's. Gut, danach kam ein Interviewsegment, bei dem Maria Menounos Rusev und Lana interviewt hat. Lana sagte, ein echter Ehemann würde alles und jeden zerstören, der seine Ehefrau beleidigt. Und Rusev würde Reigns der ganzen Welt vorführen und allen zeigen, dass er nur ein Witz ist. Danach kam es aber erstmal zum Universal Title Match zwischen Finn Balor und Seth Rollins. Ein großartiges Match, wieder mal. Für mich der verdiente Sieger, auch wenn ich nicht damit gerechnet hätte und wir nach Raw ja auch alle wissen, dass Baylor den Titel schon wieder abgeben musste. Baylor hat einige seiner Super Running Dropkicks angebracht und dann den Coup de Grace durchgezogen und den cleanen Pinfall-Sieg daraus geschlagen. Er durfte sogar aus dem Pedigree auskicken, was ja auch nicht jedem gegönnt ist. Es gab auch hier wieder tonnenweise Nearfalls, aber wie gesagt, es war ein richtig, richtig gutes Match. Was zum Anfang nicht so viel Heat hatte, nicht wirklich viel Crowd-Reaktionen hatte. Aber am Ende war die Crowd wieder bei ihnen. Am Anfang war es tatsächlich so, dass die Crowd sich selbst gefeiert hat und alles daran gesetzt hat, den neuen Universal-Title, der kurz vor Beginn dieses Matches zum ersten Mal präsentiert wurde und alle waren dann mega enttäuscht davon. Und es gab minutenlang
Delete, Delete Chance und This Bell Sucks Chance während des Matches. Und so hatten die beiden zunächst mal wirklich dagegen anzukämpfen, dass sie um einen ziemlich grässlichen Titelgürtel kämpfen mussten. Aber am Ende hatten sie die Crowd wieder auf ihrer Seite, haben eine großartige Performance abgeliefert und für mich mit eines der Matches des Abends abgeliefert. Ja. Finn Balor für mich der verdiente Titelträger, aber wie wir jetzt ja schon wissen, wird er wegen seiner Schulterverletzung bis zu 3 Monate ausfallen, was mir speziell für ihn furchtbar leid tut, denn er war gerade als Babyface gepusht worden und auf dem Weg dahin, das Super Babyface der Company zu werden. Aber was soll's, hilft ja nun alles nichts. Ich hoffe, dass er schnell wieder gesund wird und dann wieder Jagd auf den Universal Title machen kann. Ja, dann kam die Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Es gab ein Dolph Ziggler Miss KFC Commercial mit Miss in einem Chicken Outfit, also in einem Hühnerkostüm, und Ziggler, der als Colonel Sanders auftrat. Für mich absolut unnötig, bescheuert und blödsinnig, weil ganz ehrlich, der Typ ist eine Stunde vorher noch als Contender um den World Heavyweight Title aufgetreten. Wieso bringt man nur so kurz später so ein Werbesegment mit ihm? Das verstehe ich nicht. Das will mir nicht in den Kopf. Aber naja, was soll's. Danach hatten wir das US Title Match zwischen Rusev und Roman Reigns. Das Ganze wurde zu einem No Contest. Nachdem Rusev Reigns schon vor dem Match angegriffen hat, Reigns gegen die Ringtreppen geworfen hat und seine Schulter im Großen und Ganzen overgeworkt hat. Sie haben sich in der Timekeepers Area geprügelt und dann kam Reigns aber irgendwann doch nochmal wieder zurück und hat angeblich Rusevs Rippen verletzt, was Rusev wie ein absolut großartig gesellt hat. Reigns hat aber trotzdem nicht aufgehört, ihn anzugreifen, bis der Referee sich dann halt entschieden hat, einen No-Contest daraus zu machen. Dann kam, was Rusev und Lana im Ring wie einen großen Sieg gefeiert haben. Dann kam Reigns nochmal zurück und hat ihm auf der Rampe einen absolut geilen Spear verpasst. Ja. Ausnahmsweise mal Jubelrufe für Roman Reigns, aber wie ich schon in der Preview gesagt habe, das ist für mich absolut einzig und allein deshalb, weil ich finde, weil Rusev so ein großartiger Heel ist, nicht etwa, weil die Fans Roman Reigns als Babyface sehen. Gut, dann kamen wir zum Main Event des Abends, Brock Lesnar gegen Randy Orton. Das Ganze endete bei via TKO, nachdem der Referee einen ziemlich stark blutenden Orton nicht mehr für fähig befunden hat, das Match weiter durchzuführen. Lesnar hat mit seinen Bullenarmen Elbows ausgeteilt, dass es mir schon beim Zuschauen schlecht geworden ist. Zeitweise sah es wirklich so aus, als wäre Orton absolut ausgenockt. Die Doktoren kamen rein, wollten sich Orton ansehen. Lesnar ist weiter auf Orton losgegangen. Und am Ende war Orton einfach nur absolut eine blutige Masse und nicht mehr wirklich fähig, das Match weiter fortzuführen. Shane McMahon kam dann noch in den Ring gerannt und hat direkt einen F5 gefressen. Worüber Paul Heyman draußen wieder absolut ausgerastet ist vor Freude. Ja, für mich, ich hatte mir, wie schon bei WrestleMania, absolut viel mehr von dem Match erwartet. Ich fand's nicht gut, auch wenn ich eigentlich ein erklärter Fan von solchen Hardcore-Matches bin, wo viel Blut fließt. Aber
für mich darf das Blut dann gerne auch auf beiden Seiten fließen und es sollte ein bisschen mehr Offensive von beiden Seiten geben, was es definitiv nicht getan hat. Orton hat ganz zu Anfang einen Versuch angesetzt, einen RKO zu zeigen, was nicht funktioniert hat, und danach hat er eigentlich nur noch sellen dürfen. Ich fand es nicht gut. Obwohl ich Lesnar nach wie vor noch gut finde, im Gegensatz zu vielen anderen, war das eines seiner schwächsten Matches in der WWE. Und ich hoffe, dass, wenn er wieder zurückkommt, wieder mal herausfordernde Matches auf ihn warten. Ja gut, wie beim letzten Mal auch schon, grüße ich zum Ende dieses Podcasts unser wunderbares Team. Es ist mir wie immer eine Freude, mit euch arbeiten zu dürfen. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit kriege, diese Podcasts extra on top noch zu machen und auf unserem Kanal hochzuladen. Grüße speziell auch an Benny. Schade, dass das nicht geklappt hat, dass wir es heute gemeinsam aufgenommen hatten. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mal. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die es bis hierhin mit durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt euer Matschka Madness.